Glaub mir, das ist ein komplett ernsthafter Rat, spring nicht. Aber ich dachte, boah, ja geil. Und dann steht das Viech nicht mehr auf. Ich dachte, ich spring zu kurz, Alter. Mein oder was? Und frohe Weihnachten oder was? Und herzlich willkommen zum neuen Video oder was? Wir sind in Winterberg oder was? Ja! Ich habe nichts mehr gesehen nach dem Moment, wo ich drüber war. So, du weißt, wo riecht der Tannenbaum. Wie gerade schon angekündigt, wir befinden uns in Winterberg im absoluten Schneeparadies. Und wir haben uns hier gerade schon einen kleinen Schneehaufen aufgetürmt. Schneehaufen? Und wir haben ja auch ein ganzes Konstrukt an Stahl vor uns liegen. Und da werden wir mal einige Etagen runterjagen und mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Wir haben das Ganze schon mal vor 2 Jahren gemacht. Da muss ich leider zugeben, das war überhaupt nicht meine Disziplin. Also ich hatte komplett einen steifen Nacken, Rückenschmerzen, alle mit dabei. Deswegen werde ich jetzt erstmal rausfinden, wie ich da reinspringen kann. Rutschig aber hier. Ich glaube, ich versuche meine Sandhaufentechnik einfach mal. Mal gucken, ob das klappt. 3, 2, 1, so. Alter, das war wirklich eine Rutsche vom Allerfeind. Alter, war das geil. Oh, hier kriegst du kalte Eier, kriegst du hier. Alter, das war ja sowas von smooth. Okay, ich habe meine Technik, glaube ich. Den Haufen hast du erfolgreich weggesäbelt. So, als nächstes ist der Schneemann dran. Das ist mein erster Schneehaufensprung. Deswegen springe ich auch erstmal von hier, um zu gucken, wie sich das verhält. Ette meint, es ist richtig geil. Ich werde jetzt auch rausfinden, wie geil das wird. Boah, da musst du echt dich konzentrieren, die überhaupt zu sehen hier. Das stimmt allerdings. Ist hier nicht so eine Stange? Ich sehe überhaupt nichts übrigens. Das ist richtig geil. Ist immer nur so ein Auge frei. Einfach auf die Seite knallen, oder was? Ja, okay, hab ich jetzt aber Bock drauf. Das hat echt einen anderen Vibe, wenn du anfängst zu lachen mit dem Ding. Das ist einfach nur geil. Ja, ready? Ja. Okay, 3, 2, 1. Boah! Digga, du bist drüber. Ich dachte auch, der kommt einen Meter früher. Weich wie Sau, oder? Komplett weich. Ich habe auch komplett gedacht beim Film, dass ich darüber segel. Ich bin halt mit dem linken Fuß einmal so im Boden geknallt, weil ich gedacht habe, der Haufen kommt früher. Der tut jetzt so ein bisschen weh, aber ja, das da passt. Das ist übel scary, irgendwie da hinzukommen, weil das so rutschig ist. Nummer 3 am Absprung, also noch nicht so richtig. Muss erstmal ankommen, das Viech. Junge, was wird das? Alter, das ist übelst rutschig hier, deswegen muss ich sagen, habe ich hier Kletterschwierigkeiten dann auch. Man kann sich ja mal die Stange angucken. Also ist wirklich eine fette Eisschicht drauf. Sieht schon sexy aus, hör mal. Kann man nicht anders sagen. Du siehst aus wie so ein depressiver Weihnachtsmann, der jetzt umbringt. Corona stirbt. Bin ich auch. Boah, Junge, hier kann man nicht stehen. Sonst komm noch weiter rüber. Also. Ja, wenn du komplett mittig von diesem Teil gehst, dann stehst du nur mit dem Rücken und kannst dich hier an den beiden festhalten, an den, so die runtergehen. So nach außen mit den Armen. So, jetzt umdrehen halt. Hängt mein Gewand hier irgendwo fest? Nee. Ich muss kurz meinen Absprung noch ein bisschen enteisen. Digga, es ist übelst nah von hier. Von hier segelt sie drüber. Vor allem mit so einem Scheiß hinten hinlehnen. Der Lachs. Ich mach das auch erstmal von da unten, weil der Absprung ist wirklich richtig räudig. Da geht der deprimierte Weihnachtsmann eine Etage tiefer. Siehst von hinten aus wie so ein begossener Pudel. Ja, ich spring auch von hier. Ich bin maßlos enttäuscht. Sagt er, so ein Weihnachtsgnome im Schnee, das sieht so geil aus mit den Kosten. Ich bin eine Zuckerstange. Respektier das, ich bin das, was ich mich definieren tu. Du bist doch auch ein Tannenbaum, oder nicht? Ja. Also gender mich richtig, du Voll. Hallo, Voll aber auch wieder gendern, oder? Das ist Weihnachtsmann und Weihnachtsvoll. Das ist doch scheiße, Männer. Dann will sich der depressive Weihnachtsmann auch mal zu sein. Weihnachts-F***-Jagd. Ja gut, bin noch im Zwiespalt, welche Technik ich eigentlich machen will. Aber guck, wie du wegkommst einfach. Alter, wie, du kannst doch noch nicht mal aufstehen, was machst du da? Ja, wegen Fallen, das ist mein Trick, weil ich ja halt zu weit immer springe, weil ich da drüber segeln würde. Dachte ich mir, stelle mich schon beschissen hin, dann fällt mir das Abspringen auch leichter. Jetzt aber mal rein in die Technik rein. 3, 2, 1. Da habe ich aber auch
kurz gedacht, die Technik war ein bisschen komisch, weil die eher daneben geht als rein. Digga, der gesamte Haufen steht noch. Ja, das war meine Technik, um Dwayner-Leben einfacher zu machen. Mein Geschenk quasi. Ja, das Ding ist halt, dass genau da, wo du gelandet bist, ich halt landen werde, hinten. Sorry. Sie haben den Haufen einfach viel zu weit vorne gebaut. Also den hätten wir 2 Meter weiter hinter bauen können. War doch gut eigentlich. Mir geht es echt gut. Ja, dann ist er perfekt. Also eigentlich fand ich das jetzt, ich hatte in der Luft, dachte ich segel daneben, aber das hatte ja jeder das Gefühl. Ja. Dann siehst du ja wirklich nicht, wo ich hin bin. Willkommen auf Etage 4. Ja, nachdem wir jetzt 3x2 hatten, müssen wir ja ein bisschen höher gehen. 3x2 = 4. Richtig. Das ist Zuckerstangenmathematik. Ja, okay, wenn ich mich übers Welt ziehe, fliege ich safe drüber. Ja. Dann muss ich mich da hinstellen. Wohin? Da so zwischen, glaube ich. Ah ja. Dann kann ich da nämlich so halten und dann einfach rausfallen. Weißt du, nur noch nicht auf dem Bauch landen wäre so geisteskrank geil, ne? Weißt du, wie so eine Zuckerstange einfach nach vorne runterkippen. So, Dwayne hat jetzt das gleiche Problem, der muss hier rüberkommen. Und dann gleich von dieser kleinen Scheißstange springen. Und die ist halt auch ein bisschen schräg. Also das ist wirklich schon wieder alles andere als optimal, der Sprung. Da sagst du, weil ich glaube, ich kletter auch erst hier. Ich weiß auch gerade echt nicht, was ich hier mache. Ja, ich weiß halt echt nicht, wo ich mich hier draufstellen soll gerade. Das ist halt nicht nur scary, weil das hier so hoch ist, sondern weil das halt auch noch alles rutschig ist. Das ist eine Schlittschuhbahn, das Ding. Also das Ding ist komplett vereist. Ja, das mit dem Hinstellen ist jetzt die Frage hier. Wie macht man das? Ich stehe wirklich maximal scheiße. Wir haben hier wirklich genau das gleiche Szenario wie letzte Woche beim Sandhaufen. Dass das schon wieder sehr, sehr nah dran ist und man sich komplett darauf fokussieren muss, dass man nicht zu weit springt. Ja, das stimmt allerdings. Also ich darf echt nicht abspringen. Ich muss nur nach vorne fallen. Und der Clou ist, wenn man sich so auf den Rücken wirft oder so, da muss man sich abstoßen, weil man muss ja irgendwo halt ein Point of Motion herholen. Irgendwo muss ja die Bewegung herkommen. Junge, seit wann bist du so schlau, Mann? Digga, ich bin eine Zuckerstange. Was hältst du von der Nummer? Geil. So gespannt, diese Zuckerstange da gleich runterfliegen zu sehen. Es ist echt schlimm mit dem Absprung. Mein Plan ist, mich jetzt einfach ohne irgendwelche Bewegung, ich falle quasi jetzt gleich in Winterschlaf und werde unten dann durch einen Aufprall wieder geweckt, damit ich hier möglichst wenig machen kann. Bereit? Ja. Ja, also ich sag mit Ansage, dass es knapp wird. Ich glaube auch, aber... Ich glaube, dass das echt knapp wird, aber ich sehe tatsächlich nicht, dass ich komplett drüber jage eigentlich. Wie siehst du das von da? Du hast ja gerade den Winkel. Das ist quasi deine Perspektive. Ja, also das sieht schon so aus, als könnte man mit dem Kopf so den Ende des Haufens gerade noch so hinkriegen. Aber das ist gar nicht mal gut, ne? Ne, da sollte er ja nicht hin. Ne, da sollte am besten nicht hin. Ja gut, manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Mal gewinnst du einen fürs Team, mal verlierst du einen im Team. Richtig. Bock gemacht. Ich habe nur die Knie ungünstig aufeinander geschlagen. Was ist los? Was zum Fick? Nix gesagt, keinen Mucks von sich gegeben und dann jagt er sich da auf den Bauch, hä? Der ist ja komplett aufs Gesicht, auf den Bauch, auf alles. Ich bin zurzeit wirklich auf dem Hoch meiner Mentalität. Also mir ist das alles... Ich habe mittlerweile so einen Knopf gefunden, wenn ich den drücke, kann ich sagen, scheißegal, was passiert, du springst. Und da gibt's keinen zurück mehr. Und da das recht safe war, kann man das auch mal risken. Völlig insane, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Ey, Mann, ich weiß nicht, ob man das noch sieht, da ich wirklich noch die Hand gewechselt habe, um die Kameraperspektive einzustellen. Auf einmal fällt der und die Kamera beinahe hinterher. So, ich habe mir erschrocken, das geile Fickschwein da unten. Junge, der Typ, Mann. Wir springen von da oben hier in den Hang. Wohin? Hier in den Hang. Das Ding ist, also wir stehen ja auf einer absoluten Schräge. Das heißt, das wird direkt ein Slide und nicht einfach nur ein Sandhaufensprung. Aber natürlich wollen wir ein bisschen Schnee unterm Arsch haben. Deswegen müssen wir irgendwie auf die komplett steile Schräge einen Berg zimmern. Zimmermann sind wir nicht, aber wir versuchen sie hinzuzimmern. Das ist jetzt peinlich, weil ich den entsprechenden Anorak nie anhabe. Aber ich zeige euch mal, wie steil das ist. So, einen entsprechenden Anorak später. Zeigt euch jetzt mal kurz, wie steil das ist. Verdammt steil. Frontfest. Da ist auf jeden Fall kein Halt mehr auf dem Berg. Wenn das wirklich von da oben passieren sollte, dann hast du wirklich das 10-11-fache Tempo hast du dann. Das stimmt, da unten der Impact wird auch hart. Wir haben eine neue Taktik. Wir werden unten auch noch einen Schneehaufen hinzimmern. So einen kleinen Fußabtreter, weißt du? Komm, ich mach den hier unten fertig.
Wir stehen oben am Absprung und die Zuckerstange ist schon wieder am Schmelzen. Ich schmelze den Schnee mit meiner Hitze so weit von weg. Und zwar wird hier jetzt rüber geklettert, sich da unten in den Träger gestellt. Weil wenn wir von hier springen, dann sind die Chancen, dass wir den Haufen da unten maßlos verfehlen. Wo ist überhaupt der Haufen? Da, wo die zwei Stöcker liegen. Ja, das passt. Da muss man hin. Also ist schwer zu erkennen, weil alles weiß ist. Ja, und wenn man hier oben steht oder hier drüber geht, dann landest du halt auch da, wo weiß ist, aber nicht da, wo weich ist. Und das ist ein Problem. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie unter diese Brücke klettern, was tatsächlich bei Schnee, Eis und Kälte und bisschen Tauwetter gar nicht mal so angenehm ist. Alter Lachs. Kann man sich hier irgendwo hinstellen? Das ist schon, warte, nee. Du musst runter. Bis zum Balken, ne? Ja. Und dann musst du dich auch hier die ganze Zeit festhalten. Oh nee, Digga. Hier ist Zentimeter dick Eis drauf. Schräges Eis. Da rutscht du raus. Da kannst du nicht drauf stehen. Digga, das krieg ich nicht ab. Da ist eine richtig fette Schicht. Das hätten wir mal vorher checken sollen, bevor wir hier 2 Stunden in den Haufen da investieren. Oh, ist das ekelhaftig. Die Zuckerstange ist wieder auf der sicheren Seite des Lebens gelandet. Schon irgendwie. Oh. Ah, jo, geil. Ja, guck mal. Fläche ist frei. Echt? Ja. Erstmal die unnötigen Gase noch rauslassen. Komm, halt an. Ich Alter, bin der Grund für das Tauwetter. Ja. Wenn du das irgendwie verstehen solltest. Boah, Digga, das ist echt so scary, ne? Vor allem mit den geilen Handschuhen, mit denen du dich so maximal null festhalten kannst. Das ist wirklich das Beste vom Besten hier. Der holt nur unseren Ball, der ist da unten. Mal so. Boah, Alter, wie dreh ich mich jetzt hier um? Das ist ekelhaft. Digga, du stehst halt so im Minusgrad mit den Füßen hier. Ja. Also die Hacken sind halt wirklich hinter allem anderen am Körper. Das ist echt scheiße zum Abspringen. Boah, Alter. Das ist um einiges scarier als der Sprung von der 4. Etage da gerade. Das ist zwar nicht höher, aber es ist deutlich gruseliger. Vom Absprung, von der Technik mit dem Landen da unten, alles. Man sieht halt auf der Kamera den Haufen kein bisschen. Und echt siehst du den... Genauso viel, wie du dann da siehst eigentlich. Mehr oder weniger genauso wenig. Siehst du null. Mein Arm schläft rein. Kurz, ich muss einmal kurz meinen Arm wecken. Ja, ich glaube, ich drehe mich um und ich, keine Ahnung, ich treffe den ja safe. Ich werde da ja irgendwie hinkommen so. Ja? Ja. Boah, ist schon Wenger, Digga. Komm, in den Slide rein. Boah, wie stelle ich mich denn so? Ich stehe so, Alter. Ich spring so vorgebeugt ab. Ja, das ist halt kein Sprung, das ist ein Fall. Es ist nur Fallen, Digga. Ich muss in Rückenlage und ich muss aber im Bauchlage abspringen. Ja, ich knall da jetzt in den Haufen und das geht schon. Bereit? Digga. Von da oben nach hier unten. Digga, das ist so hoch. Boah! Oh, alles gut? Oh, was ist los? Oh, fuck. Oh, der war wirklich scheiße. Der war überhaupt nicht im Slide. Den hat er wirklich komplett nur auf die Beine genommen. Alles gut? Digga, was ist los? Kannst du reden? Alles gut, alles gut. Ja? Oh. Was hast du? Ja. Lunge so? Keine Luft? Alles gut. Oh, Alter. Ich hab's kaum gesehen, aber es sah aus, als wäre viel zu weit gesprungen. Digga, du kannst nicht drüber springen. Glaub mir, das ist ein komplett ernsthafter Rat. Spring nicht. Und wenn du springst, spring vom Geländer. Durch diese vorgebeugte Position ist dein Winkel direkt im drüber. Ich habe wirklich so wenig gegeben und ich... Digga, es war die knappeste Situation. Der Haufen ist noch komplett da. Ich bin straight rein, aber ich bin nicht abgesprungen. Ich habe mich einfach nach vorne fallen lassen. Trotzdem bin ich drüber. Der ist viel zu weit oben. Digga, was war denn jetzt gerade? Ja, ich habe einfach kurz gedacht, dass ich mir die Bandscheiben rausgepfeffert habe. Deswegen will ich auch eigentlich noch nicht so aufstehen. Junge, guckt euch den Haufen an. Es ist alles da. Er sollte eigentlich hier oben landen. Und er ist
hier gelandet, wo wir halt nichts aufgeschüttet haben. Also da war allerhöchstens 40 cm Schnee und du liegst komplett in der Pisse drin. Oh fuck. Oh fuck, Digga. Oh, da hat geknackt, oder? Ja, ich glaube, es ist wieder drin. War doch immer da. Oh. Ich habe auf jeden Fall richtig böse einen Rücken bekommen, Alter. Die Füße sind zwar voran, aber die sind halt einfach nach vorne weg. Ich habe mich da quasi auf den Arsch geschmissen. Ich bin vom Glück gesegnet. Also mittlerweile, Alter, ich habe echt einen großen Mad Props an meinen Schutzengel, dass der mich bei so einer Scheiße ständig beschützt. Weil ich habe echt das Gefühl, dass das, was mir manchmal an Fehlern passiert, dass das bei anderen Leuten echt große Folgen hinterlassen könnte. Aber irgendwie komme ich immer gut durch. War echt geisteskrank knapp diesmal. In der Luft dachte ich, geil, alles easy, Landung. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wo der Haufen war. Ich dachte, boah, ja geil. Und dann steht das Viech nicht mehr auf, ey. Das ist so geil. Jeder andere hätte sich wahrscheinlich querschnittsgelähmt gesprungen. Ja. Aber Dwayne, der läuft hier rum, munter wie eh und je. Geisteskrank. Da ist keine Schneeflocke, wo der gelandet ist. Also nach der detaillierten Analyse werden wir definitiv den Haufen nach unten ziehen. Und dann werde ich mich auch nochmal reinjagen. Aber natürlich nicht mit dem Setup. Wir haben daraus gelernt, wir ziehen das Ding jetzt nach unten. Also, rein da. Komm, Dwayne, ich helfe dir. Danke. Alter, Eis oder was? Auf dem Zeh! Der ist eingefroren! Mein Ohr! Nur das linke! Wirklich von oben aufs Ohr drauf! Das Ding ist doch komplett ganz, Junge! Junge! Der davor war kein Eis, das war jetzt Eis. Ja, da hat mir jetzt nicht gerade Mut zugesprochen mit Duena gerade. Hab hier den Haufen noch gesehen, der ist eigentlich fast komplett unversehrt noch. Und deswegen werde ich noch einmal von hier von der dritten springen, dass ich so einen Zwischenstep hab und dann gehe ich rüber. Okay, ich stelle mich jetzt hier schon mal richtig nach vorne gebeugt hin, nur auf die Hacken, um das da vorne schon mal zu simulieren. Ich weiß auch, was Duena meint. Man will einfach mit dem Arsch weg, bevor man hier mit dem Arsch gegenknallt. 3, 2. Moin. Ja, ich bin komplett auf der Spitze. Das Ding ist auch langsam echt hart geworden, weil es komplett am Tauen ist. Alles am Tropfen hier. Ja, das stimmt. Aber das ging. Ich habe jetzt so viel zusammengedrückt und so viel habe ich da vorne auch. Plus, das ist schräg. Also da rutsche ich auch wirklich und lande nicht wie so ein Stock da drin. Ja. Junge, ihr beide zusammen auf Kamera, ne? Sieht so geil aus. Auch wenn heute Weihnachtsspecial ist, muss ich leider sagen, ich muss das Kostüm ja ausziehen. Weil ich habe gerade bei dem Sprung gemerkt, wenn ich fliege und in der Position bin, dann habe ich halt einen riesigen Rock. Also ich sehe hier unten nichts. Und ich kann mich dann überhaupt nicht mehr auf die Landung vorbereiten. Was? Und genau, deswegen lege ich die Leiber jetzt hier ab und kann mir dann gleich schön zwischen die Beine durchgucken zum Haufen. So, weg damit. Mal kurz hier alles einrenken, bevor ich es gleich wieder ausrenke. Jetzt hoppelt der Schneehase da gleich mal runter. Also da drüber gehen sieht bei euch beiden Hunds gefährlich aus. Ja, das ist es aber auch. Boah. Man hat so keine Kontrolle mit den Handschuhen. Oh, okay. Ja, gut, ich weiß genau, was Duane meint. Oh Junge, wie bist du, hast dich hier rumgedreht, Kerl? Zwischen Geländer und Holz durch und in dem anderen Kreis. Boah, geil, sauber. Alter Lachs, hier hängst du aber wirklich fast im 90 Grad Winkel nach unten. Ja, und boah, okay. Alter Lachs, ich weiß genau, was du meinst. Richtig scheiße? Ja. Man muss so stehen, aber da muss man schnell, boah, f*** mir in den Arsch rein. Oh, Junge. Man ist jetzt schon mal im Kopf, ist man da, wo man hin muss. Da war mal umdrehen, bevor ich einen Schwächeanfall krieg. Oh. Ja. Boah, Junge. Digga, es geht auf die Unterarme, das ist Klettern auf allerhöchstem Niveau hier gerade. Boah. Das heißt, wenn du dich jetzt das nächste Mal dazu entschließt, dich umzudrehen, dann bist du auch quasi unten, oder? Ja, da muss. Das ist dein spezieller Einsatzgebiet jetzt hier. Ja. Ich drehe mich jetzt um und dann muss ich runter. Kann mich echt nicht mehr halten hier. Entweder ich halte mich an der Hände fest, die Unterarme werden schlapp, oder ich hake mich hier so ein und dann schnür ich das ganze Blut ab. Echt nicht gedacht, dass das so wild ist hier mit dem Absprung. Okay? Ja, komm! Komm! 3, 2, 1 und go. Sicher! Direkt mal eine Lawine mit runtergenommen, jetzt ja! Oh, Junge! Geil!
Ich dachte, ich spring zu kurz, Alter. Oh. Leck mir am Arsch, du. Er dachte, er springt zu kurz. Das ist aber mal ein ehrlicher Kontrast schon wieder. Aber da sieht man jetzt mal, wie krass das getaut ist hier alles. Junge, das ist ein Eisklumpen hier. Digga. Alter, wie hast du das geschafft, so nah da dran zu bleiben? Einfach nur runter. Ich habe mich so tief es ging dran gehalten, habe mich senkrecht hingestellt und einfach nur wirklich den gemacht. Arsch, glaube ich, ganz knapp an der Kante vorbei. Alter, das war smart. Oh, danke. Junge, du hast da eine richtige Rutsche draus gemacht. Ja, komplett. Also das Ding ist auch abgeräumt jetzt. Ja, komplett den Schnee auf, den wir gebaut haben, wieder zur Seite weggeräumt. Ich hatte genau wie du beide Nasenlöcher komplett zugestopft mit Schnee. Alter, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich kann dir nicht sagen, was danach abging. Die ist ja unwieder ausgenießt. Boah, ich bin nur froh, dass... Dass das durch ist. So, gut ein paar Haufen mal wieder weggemacht. Die beiden Sandhaufen, Eishaufen, alle Haufen-Spezialisten. Finde ich tatsächlich geisteskrank. Etos und Dwayne's absolute Paradedisziplin. Also wohl 16-Meter-Sprung, 13,5-Meter-Sprung. Die Schneehaufensprünge für mich tatsächlich absolut beeindruckend. Weil das ist tatsächlich eine Disziplin, wo ich die übelste Muschi bin, weil ich diese Airtime einfach überhaupt nicht fühle ohne Flip und weil ich Haufen prinzipiell einfach nicht vertraue. Deswegen, das finde ich wirklich geisteskrank, sich da aus so Höhen reinzujagen. Und das ist generell wild, was jeder bei uns für eine Spezialdisziplin hat. Also liegt wirklich jedem was anderes gut. Geil ist das. So, wir sind ein paar Schritte weiter gewatschelt und sind jetzt an der Skipiste. Und wir haben ja immer noch unsere Schlitten dabei und andere Gefährte wie dieses Zelt. Und damit werden wir jetzt mal ein paar Abfahrten suchen und die Jurunna jagen. Hier vorne kommt anscheinend auch ein Wald und da geht's jetzt rein. Das ist echt ein Vorzeigeschnee. Ja klar, das ist was Schnee meiner Eschen. Eis. Eis. Ich finde die einfach lustig gerade. Ja. Geil, ey, direkt über die Bäume drüber, Geselle. Komm, noch ein bisschen nach rechts. Ey. Die Abfall will ich aber auch mal testen, aber mit dem Gefährt. Boah, das geht aber gut, Junge. Alter, wo bist du denn gelandet? Ich bin eingesackt. Ah! Oh! Ja. Ah, was ist hier? Alter! Das war geil. Dwayne hat, glaube ich, ein Brachialum gefunden. Ja, die Downhill-Strecke, die fängt geil an und wird noch viel insaner. Jetzt wird sich zerlegt. Allein die Abfahrt ist schon richtig wild. Alter! Oh! Jo! Ist das geil! Ja! 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 Oh, das ging auch schnell, ich mag hier. Alter! Ah, Junge! Ich bin auf Eisklumpen gelandet! Ist das geil! Oh, Junge! Oder was? Alter! Junge! Wo ist der denn hin? Junge, das war aber mal flott. Also ein 14 hat er auf jeden Fall drauf gehabt. Oh! Ja! Alter, das hätte ich wirklich im Leben nicht gedacht, denn das funktioniert. Und in dem Zuge auch tschüss, Wok. Ja, sehr. Zumindest runtergefallen. Boah, war das geil, Alter. Schönes Ding. An der Stelle haben wir Vollidioten vergessen, ein Outro zu drehen. Deswegen muss ich das jetzt im Nachhinein machen. Es bleibt nicht mehr viel zu sagen. 3, 2, 1, Outro!
Getroffen. Left, 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 left. We're gonna crash. Left, left. Ah. Oh shit. Oh shit. Keiner, Alter. Yeah.